Leistungsanpassung, Beweis, Aufgaben. Rechts sehen wir das Ersatzschaltbild der Spannungsquelle mit dem Lastwiderstand RL. Im Fall, dass der Lastwiderstand genauso groß wie der Innenwiderstand der Gleichspannungsquelle gewählt wird, ist die Leistung maximal. Man spricht von Leistungsanpassung. Da Plausibilitätserklärungen, mathematische nur Behauptungen, aber keine Beweise sind, beweise ich die Behauptung, für Pmax ist RL gleich RI. Anschließend folgen noch zwei praktische Aufgaben, die keine Grundkenntnisse der Differentialrechnung erfordern. Zunächst benötigen wir die Leistungsfunktion, deren Maximum wir suchen. P ist, die Leistung ist Spannung mal Stromstärke, also U mal I. U ist I mal RL. Wenn wir die beiden Formeln zusammenfassen, erhalten wir P gleich I Quadrat mal RL. I kann berechnet werden, indem wir U0 durch RI plus RL dividieren. Wir ersetzen I mit U0 durch RI plus RL und erhalten diesen Ausdruck für P. Die Leistung wird jetzt nach RL differenziert. Da wir hier einen Quotienten haben, verwenden wir die Quotientenregel. Die lautet U durch V' ist U' mal V minus UV' durch V². U ist ja der Zähler und V der Nenner. Zunächst wird also der Zähler abgeleitet nach RL, das gibt nur U0² mal dem Nenner, das wäre I plus RL zum Quadrat. Minus U war der Zähler, das war U0² mal RL, mal der Nenner wird jetzt abgeleitet, das ist 2 mal RI plus RL mal der inneren Ableitung, die ist 1, kann also weggelassen werden. Dividiert durch den Nenner zum Quadrat, das ist RI plus RL hoch 4. Wir dividieren den Ausdruck durch RI plus L. Dann entfällt diese Klammer. Hier habe ich dann nur noch hoch 1 oder RI plus L und unten habe ich RI plus RL hoch 3. Gekürzt ergibt sich dieser Ausdruck und zusammengefasst dieser Ausdruck. Die erste Ableitung wird 0 gesetzt. Wir erhalten U0² mal RI minus U0² mal L gleich 0. Daraus folgt RL gleich RI. Um jetzt festzustellen, dass es sich hier um ein Maximum handelt, müssen wir diesen Ausdruck nochmal ableiten. Und zwar verwenden wir wieder dazu die Quotientenregel. U ist der Zähler und V der Nenner. Der Zähler abgeleitet gibt hier minus U0² mal Nenner, RI plus RL hoch 3, minus Zähler mal Nenner abgeleitet ist 3 mal RI plus RL hoch 2 mal der inneren Ableitung, wieder 1, durch Nenner zum Quadrat, das ist RI plus RL hoch 6. Wir fassen hier diesen hinteren Ausdruck zunächst zusammen und erhalten, schreiben die 3 nach vorne, klammern hier U0² aus, dann ergibt sich dieser Ausdruck hierfür. Hier teilen wir diesen ganzen Ausdruck durch RI plus RL zum Quadrat. Dann entfällt dieser Ausdruck hier. Hier ist RI plus RL, bleibt noch übrig und unten RI plus RL in Klammern hoch 4. Das ist jetzt die zweite Ableitung. Die untersuchen wir an der Stelle RL gleich RI. Wir ersetzen also RI durch RL. Dann haben wir hier 2RL. Hier haben wir 0, das heißt dieser ganze Ausdruck hier hinten entfällt. Und unten haben wir auch 2RL in der Klammer. Wir erhalten diesen Ausdruck und hier können wir noch durch 2RL dividieren. Damit ergibt sich minus U0² durch 2RL hoch 3. Da U0 größer als 0 und RL ebenfalls größer als 0 ist, erhalten wir mit diesem negativen Vorzeichen für die zweite Ableitung an der Stelle RL gleich RI einen negativen Wert. Daraus folgt aber, dass die Leistung P für RL gleich RI maximal ist. Erste Aufgabe.
Ermittle RI, RL, P, U0, I und U aus der Leistungskurve einer Batterie für den Fall der Leistungsanpassung und berechne den Kurzschlussstrom IK. Wir haben hier das Ersatzschaltbild einer Batterie mit dem Innenwiderstand und an der Batterie ist der Widerstand RL angeschlossen. Links sehen wir die Leistungskurve und zwar ist hier die Leistung in Watt über dem Lastwiderstand RL in Ohm aufgetragen. Die Kurve hat bei 0,3 Ohm und 17 Watt ihr Maximum. Wegen der Leistungsanpassung ist ja RI gleich RL gleich 0,3 Ohm und P ist 17 Watt. Wir erinnern uns an die Formel P gleich I Quadrat mal RL. Wir stellen die Formel nach I um, teilen durch RL und ziehen die Wurzel. Wir erhalten I gleich Wurzel aus P durch RL. Nun setzen wir in die Formel für P 17 Watt und für L 0,3 Ohm ein und erhalten 7,53 Ampere. Nun können wir auch die Spannung am Widerstand RL ausrechnen, indem wir I mit RL multiplizieren. Wir erhalten 2,26 Volt. Aus der Kennlinie hatten wir RI und RL bestimmt, die Leistung P bestimmt. Für den Fall der Leistungsanpassung ergibt sich ein Strom von 7,53 Ampere und am Lastwiderstand liegt eine Spannung von 2,26 Volt an. Wir können nun auch mit diesen Daten U0 ausrechnen. U0 ist ja I mal RI plus RL. Wir setzen die bekannten Werte in die Formel ein und erhalten als Leerlaufspannung 4,52 Volt. IK, der Kurzschlussstrom, ergibt sich ja, wenn ich hier diesen Widerstand durch eine Kurzschlussbrücke ersetze. Und den kann ich nun auch ausrechnen, IK gleich U0 durch RI. Wir setzen für U0 den errechneten Wert von 4,52 Volt ein und dividieren durch 0,3 Ohm. Das ergibt einen Kurzschlussstrom von 15 Ampere. Zweite Aufgabe. Ermittle P, RI, RL, U0, I und U aus der Leistungskurve einer Gleichstrommaschine für den Fall der Leistungsanpassung und berechne den Kurzschlussstrom. Wenn ihr die zweite Aufgabe selbst lösen möchtet, stoppt das Video und startet es zur Kontrolle anschließend wieder. Da der Lösungsweg der zweiten Aufgabe dem der ersten Aufgabe entspricht, zeige ich die Lösungen ohne Kommentar. Danke fürs Zuschauen.